Das Recht, mindestens 24 Tage im Jahr von zu Hause zu arbeiten. Arbeitsminister Heil hat ein Gesetz dazu entworfen. Schließlich habe die Corona-Krise gezeigt, dass sehr viel mehr Heimarbeit möglich ist als gedacht. Seit der Pandemie arbeiten viel mehr Menschen von zu Hause aus. Im Juli und August waren es 14,6 Millionen. Nach einer Studie des Arbeitsministeriums sind das 36% der Beschäftigten. Vor einem Jahr waren es 24%. Daniel Ponzen berichtet. Rede und Antwort steht Arbeitsminister Heil in ein paar Minuten in Berlin direkt, gleich nach uns. Gesundheitsminister Spahn will Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell entlasten. So sollen Heimbewohner für die stationäre Pflege maximal 700 Euro pro Monat zahlen und das höchstens 3 Jahre lang. Finanzieren will Spahn das nicht über höhere Beiträge, sondern über Steuermittel. Das Robert-Koch-Institut meldet in Deutschland 2279 neue Corona-Infektionen seit gestern. So viele wie noch nie an einem Sonntag. Am Wochenende sind die Zahlen in der Regel niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter Berichte abgeben. Einen neuen Corona-Höchststand gibt es in Frankreich mit gestern fast 17.000 Neuinfektionen. Das Auswärtige Amt warnt schon länger vor Reisen in fast alle Regionen des Landes. Auch und heute, Thomas Walde in Paris, waren eigentlich weitere Verschärfungen erwartet worden. Ja. Schätzung von unserem Frankreich-Korrespondenten Thomas Walde. Dankeschön. US-Präsident Trump geht es besser. Auch er hatte sich mit Corona infiziert. Nach Auskunft seiner Ärzte ist er jetzt fieberfrei, kann möglicherweise schon morgen das Militärkrankenhaus verlassen und ins Weiße Haus zurückkehren. Vor 5 Jahren hatte der Papst seine letzte Enzyklika veröffentlicht. Jetzt kommt wieder ein Rundschreiben vom Oberhaupt der katholischen Kirche. Darin fordert Franziskus, die Corona-Krise müsse zum Wendepunkt für mehr Mitmenschlichkeit werden. Nach Belarus. Als Reaktion auf die Sanktionen der EU hat Machthaber Lukaschenko allen Auslandskorrespondenten die Arbeitserlaubnis entzogen. Trotzdem arbeiten Kameraleute weiter, um diese Bilder zu verbreiten. Denn auch heute ließen sich zehntausende Demonstranten nicht einschüchtern. Phoebe Gahr berichtet. Nach den schweren Unwettern in Südfrankreich und Norditalien suchen Rettungskräfte weiter nach Opfern und Vermissten. Das ZDF trauert um einen langjährigen Kollegen, Michael Jungblut. Bekannt geworden ist er als Moderator. Ja, jetzt du, Rudi. Zunächst mit Tennis. Schluss im Achtelfinale. Ja, das war der Sport am Sonntag. Mit grauem Himmel. Und das Wetter gewährt auch weiterhin keine großen Lichtblicke. Und so wechselhaft bleibt's auch erstmal. Machen Sie sich noch einen schönen Sonntagabend. Marietta Slomka begrüßt Sie im Heute-Journal um 9:45 Uhr.